So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Film von Bonsai Niedernhall. Und zwar kümmern wir uns heute mal um diese schöne Traubenkirsche. Die habe ich im Herbst habe ich die gekauft bei einem Bonsai-Händler. Und wir wollen hier mal ein bisschen Struktur reinbringen. Vor allem mal die Äste kürzen, bis in Form bringen und eventuell dann noch Drahten, das müssen wir mal raten, wie weit zurück das geht und welche Äste gebraucht werden. Und naja, ihr wisst ja selber, man macht sich währenddessen immer Gedanken, wie der Baum aussehen könnte, und dann entsteht einfach beim Schneiden und Drahten eine Idee, die setzt man um, die gefällt einem. Aber wir reden nicht lang rum. Ich werde euch ein bisschen näher holen, und damit ihr alles seht. Und dann fangen wir gleich an, erstmal mit Schneiden. Bis gleich. So, wir nehmen uns erstmal die langen Triebe vor. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man den mal PAP zurücknimmt auf ein bis zwei Blattpaare. Da müssen wir mal gucken. Das immer ein bisschen dran, so einen Zentimeter beim Abschneiden, weil dann kann der in Ruhe zurücktrocknen und ich kann dann diese angetrockneten Stumpen dann beim nächsten Schnitt wegnehmen. Da bin ich auf der sicheren Seite, da kann dann nichts passieren. Jetzt auch ein paar vertrocknete Blätter. Ich hoffe, ihr seht alles gut. Machen wir jetzt beim Schneiden schon mal so ein bisschen Gedanken, wo die Reise hingeht, weil so, wenn eins nach dem anderen an Ästchen wegfällt, dann kommt einem schon eine gewisse Idee. Und die gilt es jetzt zu verwirklichen. Ich denke mal, dass das hier die zukünftige Vorderseite wird. Eventuell beim Umtopfen wird man dann noch ein bisschen drehen, weil hier die bessere Nebari-Voraussetzung ist. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf diese Seite konzentrieren. Und was mir nicht gefällt, ist der hier, der ist viel zu weit unten. Der daneben ist auch so ein einsamer Kämpfer. Gut,
Dann habe ich hier unten noch so einen Stumpen, der gefällt mir auch nicht. Den nehmen wir auch noch weg. Dann haben wir hier so ein vertrocknetes Stück, das können wir auch gleich wegnehmen. Und hier innen ist einer vertrocknet. Die Schnittwunden, die werde ich nachher versorgen. Gut, hier hinten sehe ich gerade, da wächst einer in der Gabel. Das ist auch nicht so vorteilhaft. Dann haben wir hier hier einer so mitten rein. Das ist auch ein bisschen unvorteilhaft. Dann haben wir hier so einen Stängel. Der geht gerade nach oben. Das ist, mit dem kann ich eigentlich nichts anfangen. Gut. Dann haben wir hier einen, der kommt so quer vor. Der ist auch nicht optimal, den können wir auch nicht brauchen. Wir uns mal um die rechte Seite. Da haben wir da hinten einen. Der wächst so zwischendrin. Genauso wie hier. Beziehungsweise den nehme ich ganz weg. Dann haben wir hier wieder so ein, na, den lassen wir mal, Trieb. Den nehmen wir mal weg, das ist so ein zurückgetrocknetes Stück. Dann haben wir hier, der wächst mir da so gerade. Und da hinten ist noch einer. Der hat so richtig schöne Triebe hier, der wird
auch noch einiges kommen. Ich denke mal, das war jetzt soweit alles vom Schneiden her. Jetzt schaue ich mal mir noch die Blätter an. Da kommen nicht schon richtig die Triebe wieder. Und dann sehen wir nachher mal auch die Astgabelung, wenn die Blätter weg sind. Die haben auch so teilweise so braune Flecken. Und die tue ich ja mittlerweile, oder tue ich dann auch entfernen quasi, dass da keine Krankheitsträger mit ist. So, das dauert ein bisschen und das mache ich mal fertig mit den Blättern und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Also bis gleich. So, da sind wir jetzt erstmal wieder und ich habe mir jetzt ein bisschen was überlegt, damit dann nachher nicht so eine plumpe Krone hat, sage ich mal, habe ich mich jetzt entschlossen, hier zwei Kronen aufzubauen. Einmal die kleine hier und hier eine größere. Das heißt, die eine wird hier sein, die andere wird hier sein. Dazu stört mich aber dieser Ast hier. Den werde ich aber jetzt entfernen. Hier werde ich nochmal nachschneiden auf ein Blattpaar. Hier unten ist noch eins. Wie gesagt, hier kommt dann die Nebenkrone. So habe ich mir das jetzt gedacht. Und deswegen werde ich jetzt die Äste an sich noch ein bisschen zurücknehmen, bis auf den ersten Trieb. Hier noch mal weg den vertrockneten, nehmen wir noch weg. Okay, dann haben wir hier oben noch welche. Da muss ich aber die Kameraeinstellung noch mal ändern, damit ihr das richtig seht. Also bis gleich. So, ich mache das auch, damit nachher die Krone kompakter wird. Gut, dann hätten wir das soweit. Drahten werde ich jetzt nichts. Habe mich da dagegen entschlossen. Da oben ist noch ein kleiner
Da passt hier nicht so richtig rein. Ich denke, das kann nachher ganz gut aussehen, so wie ich das geplant habe. Gut, das wäre es erstmal mit dem Schneiden. Ich denke, jetzt gibt es nicht mehr so viel zu tun. Die nächste Aktion wird wahrscheinlich sein in 2 Monaten oder so, wenn die Blätter nochmal geschnitten werden. Deswegen würde ich sagen, ich räume hier ein bisschen auf, mache alles sauber. Hol euch dann noch mal dazu und dann sprechen wir kurz, was wir alles gemacht haben. Und ja, das machen wir jetzt so. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Das habe ich hier mal ein bisschen aufgeräumt. Sprechen wir mal kurz durch. Wir haben am Anfang diesen buschigen gehabt. Da habe ich dann die Äste zurückgeschnitten, mittlerweile bis auf ein Blattpaar, und habe auch ein paar Äste entfernt, wo so nicht so richtig reinpassten. Der Gedanke ist ja, dass ich 2 Kronen aufbaue, hier eine kleinere, hier eine größere. Deswegen habe ich den Ast auch weggenommen. Ich hoffe, das funktioniert so. Sieht nachher ganz gut aus, glaube ich. Ich habe dann, nachdem ich die Äste gekürzt habe, mir noch überlegt, einen Blattschnitt zu machen, weil einige so braune Flecken hatten und auch einige ein bisschen groß waren. Deswegen habe ich jetzt komplett die Blätter weggenommen. Und ja, Draden habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil die Äste einfach teilweise zu dick sind und teilweise aber auch zu kurz. Ich denke, dass ich da mit einem Schnitt, Ästeschnitt, ganz gut zurechtkomme eventuell. Ich denke nicht, dass ich da großartig drahen muss. Die dünnen vielleicht später, aber die dicken sind ja vorgegeben. Und ja, dann habe ich noch die ganzen Wunden versorgt mit Wundverschluss. Und jetzt ist er eigentlich fertig soweit, bis er das nächste Mal auf den Tisch kommt. Ich denke, es geht in die richtige Richtung, so wie ich mir das vorstelle, dass er nachher aussehen soll. Das könnte ganz gut werden, so mit diesem kleinen, naja, mit dieser kleinen Baumkrone. Und dieser großen Baumkrone sollte auch nicht zu wuchtig werden, schön klein, kompakt bleiben. So stelle ich mir das vor. Wird man sehen, die nächsten Schritte, 1-2 Monate, mal schauen. Ja, das wäre es eigentlich für heute wieder mal gewesen. Ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es gut, dass ich euch das wieder mal zeigen konnte. Ich warte mal auf eure Kommentare. Vielleicht kommen neue Ideen. Vielleicht was anderes zu machen. Ansonsten denkt an die Glocke, ans Abo und an den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ihr wisst ja, dienstags 18.30 Uhr, neuer Film. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, kümmert euch um eure Bäume, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Werner.